Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem mit Spannung erwarteten Derby beim SC Preußen Münster. Mit mir hier auf dem Podium vor dem Derby VfL-Cheftrainer Daniel Thun und Stürmer Benjamin Giert. Daniel, erste Frage. Die Niederlage gegen Groß-Asbach 0-2. Letztes Wochenende sehr ärgerlich, die ist abgehakt. Welche Erkenntnisse habt ihr als Trainerteam nach der Analyse aus dem Spiel gezogen? Ja, mittlerweile abgehakt, obwohl sie uns natürlich noch ein bisschen beschäftigt hat. So eine Niederlage, die tut nie gut und die ist auch für nichts gut, auch wenn man das immer gerne sagt. Vielleicht kommt sie nicht zum verkehrten Zeitpunkt. Sie kam absolut zum verkehrten Zeitpunkt. Aber ich habe ja auch schon auf einigen Kanälen betont, dass wir vielleicht jetzt so ein bisschen in Stolpern gekommen sind. Aber dass uns niemand aufhalten wird. Und aufhalten bedeutet natürlich, wir gehen unseren Weg weiter. Niemand wird uns auf unserem Weg aufhalten. Ich habe es vor vielen Monaten mal gesagt, bei meiner Vertragsunterschrift, dass der Weg angerissen ist. Und ich glaube, dass wir Freitagabend auch einige Dinge richtig gemacht haben. Wenn wir mal darüber reden, dass wir weniger labern wollen und liefern, dann glaube ich, dann hat das die Mannschaft gerade in der Nachbetrachtung auch so eingehalten. Wir hätten uns sicherlich über den Schiedsrichter ärgern können. Wir hätten hadern können mit vielen Situationen. Wir hätten hadern können mit dem Elfmeter, den Markus nicht reinmacht. Aber das haben wir nicht. Deswegen haben wir das Spiel auch so analysiert mit den Dingen, die wir hätten besser machen können. Und das war in erster Linie sicherlich unser Ballbesitz, dass wir final vielleicht dann auch nicht diesen letzten Pass hatten. Und und unsere Rückwärtsverteidigung, unsere Kontersicherung, unser defensives Umschalten hat uns halt auch zweimal in eine Situation gebracht, dass der Gegner erfolgreich war. Das haben wir analysiert, das müssen wir wieder besser machen und ja, auf unserem Weg wollen wir natürlich auch weitergehen und dann jetzt am Wochenende gegen die Preußen natürlich auch wieder ein anderes Gesicht zeigen, was das Ergebnis betrifft natürlich. Aber nochmal, das Bemühen meiner Mannschaft konnte man ja sicherlich nicht absprechen und man hat gesehen, dass sie Vollgas gegeben hat. Haken dran, wir sind weiterhin Erster und freuen uns auf Münster. Benni, als Mannschaft wart ihr nach der Asbach-Niederlage auch natürlich sehr geknickt, eben weil Daniel sagte, ihr habt wirklich sehr viel ins Spiel investiert. Wie habt ihr als Mannschaft die Niederlage durchgearbeitet? Habt ihr euch auch nochmal irgendwie zusammengesetzt im kleineren Kreis? Ja gut, also dass die Niederlage sehr ärgerlich war, das weiß jeder. Gerade nach so einer Serie, wo man 15 Spiele dann nicht verloren hatte, beziehungsweise auch um die Situation gewusst hatte, dass die Mannschaften hinter uns sind auch schwere Partien hatten und wir hätten vielleicht einen großen Schritt machen können. Aber im Großen und Ganzen haben wir das halt, wie der Trainer sagt, uns kurz darüber geärgert, aber halt am nächsten Tag auch direkt analysiert, was die Fehler waren, wieso wir halt nicht so durchgedrungen sind, die Durchschlagskraft nicht hatten. Und das haben wir dann halt die nächsten Tage dann auch probiert im Training umzusetzen. Und da werden wir am Wochenende auf jeden Fall wieder Vollgas geben und halt die Durchschlagskraft sehen. Nach dem Spiel ging es dann übrigens erstmals als Verlierer dann zur lila-weißen Nacht ins Alando-Palais. Wie hat dir deine erste große VfL-Party gefallen? Natürlich ist es immer ein bisschen doof, dann mit einer Niederlage zur Sonnernacht zu gehen. Aber es war schon sehr beeindruckend, wie die Fans dort auch aufgetaucht sind und wie die Nacht auch gefeiert haben. Die Zusprüche waren auch sehr gut, was die Mannschaft dort auch schon erreicht hat. Und es war auch sehr beeindruckend, wie die Fans halt auch hinter einem stehen. Und es war auf jeden Fall eine super Nacht. Daniel, jetzt, wie gesagt, am Samstag das immer mit Spannung erwartete Derby, auswärts in diesem Fall an der Hammerstraße in Münster. Mit welchem Gefühl gehst du ins Derby? Ja, erstmal mit einem positiven Gefühl. Die Derbys waren ja in den vergangenen, oder die vergangenen Derbys waren ja für uns recht positiv. Und der Auftrag ist klar von den Fans nach dem Asbach-Spiel, dass sie den Derby-Sieg fordern, aber das ist, glaube ich, auch völlig berechtigt, dass sie sich das wünschen. Wir haben ja auch gegen Groß-Asbach, haben sie uns nach dem Spiel trotzdem unterstützt. Sie haben uns angefeuert, das kannte ich in der Form auch nicht. Aber es zeigt natürlich auch, dass das alle unsere Gesamtsituation ganz gut einschätzen kann. Und Gesamtsituation Preußen-Münster vergangenen Montag verloren in Lotte. Sicherlich kein gutes Spiel da gezeigt, aber das ist natürlich was ganz anderes, was uns jetzt am Wochenende erwarten wird. Da hat weniger oder spielen die letzten Partien keine Rolle, sondern das ist ein Derby, da sind Emotionen da. Münster möchte sicherlich auch das Hinspiel so ein bisschen vergessen machen, wo sie definitiv auch nicht die schlechtere Mannschaft waren. Das haben wir auch in der Analyse gesehen. Und somit freuen wir uns auf diese Herausforderung, auf diese Aufgabe. Und da kommt schon ordentlich was auf uns zu. Asbach ging am letzten Wochenende viel über lange Bälle. Münster, wenn man am Montag das Spiel in Lotte gesehen hat, ähnlich. Erwartest du Münster am Samstag auch mit einer ähnlichen Spielanlage?
Also mit eben mit vielen langen Bällen, mit viel Kampf. Ja, es liegt ja immer daran, wie weit man einen Gegner auch unter Druck setzt, ob er genötigt wird oder gezwungen wird, auch lange Bälle zu spielen. Das war gegen Groß Asbach für uns der Fall, so wenn wir hoch verteidigen, dass lange Bälle gespielt haben. Das war sicherlich auch am Montag zu erkennen, als Lotte dann Druck ausgeübt hat, dass Münster dann vielleicht tiefe Bälle gesucht hat auf die drei Spitzen. Aber da auch daran messe ich sie nicht. Also wir erwarten dann halt schon einen Gegner, der hochmotiviert ist, der sicherlich auch die letzte Partie vergessen machen möchte. Und da weiß ich gar nicht, was Marco für eine Spielanlage wählt. Also ist ja, glaube ich, schon auch in der Lage, mit seiner Mannschaft einen ordentlichen Ball zu spielen, der nicht über lange Bälle geht. Das haben wir hier im Hinspiel gesehen, wo sie viel im Zentrum den Ball auch hatten. Also da stellen wir uns auf ziemlich vieles ein, aber müssen natürlich auch wieder darauf Wert legen, dass wir unsere Struktur finden. Und dann ist es auch schwer, in unsere Struktur einzugreifen und sie auch einzugrenzen. Benni, hochmotiviert ist das Stichwort. Samstag dein erstes Derby im VfL-Trikot gegen die Preußen aus Münster. Um die Emotionalität des Spiels im Umfeld, weißt du sicherlich deine Vorfreude, wie groß ist die? Ja, sehr. Also gerade so eine Spiele, so eine Derbys sind immer was Besonderes. Da spielt manchmal der große Fußball nicht immer so die große Rolle, sondern da geht es meist über Kampf, Emotionen und wer am meisten investiert und die Leidenschaft dann an dem Tag zeigt, der gewinnt auch meistens das Spiel. Das haben wir auch im ersten Derby dieses Jahr auch gesehen. Die Vorfreude ist sehr groß. Man hat nach dem Spiel gegen Groß Asbach gemerkt, wie die Fans uns gepusht haben, dass sie halt einfach auch diesen Derby-Sieg wollen. Und die Mannschaft will genauso den nächsten Derby-Sieg. Und dafür werden wir auch definitiv alles investieren. Daniel, letzte Frage, bevor das Mikrofon freigegeben wird. Wie stellt sich aktuell die Verletzten-Situation im Team dar? Ja gut, also wir haben mit Simon Hauberg und Alexander Dercho zwei Langzeitverletzte. Alle anderen, die unter der Woche Blessuren hatten oder auch im Training nicht dabei waren, sind gestern wieder eingestiegen. Also gestern mussten wir noch auf Steffen Tigges verzichten, der aber heute wieder Teilbereiche absolvieren wird des Mannschaftstrainings. Deswegen großer Kader wieder. Steffen aller Voraussicht nach am Wochenende uns nicht nur zur Verfügung stehen, aber schon jetzt wieder ordentlich viel Breite und Qualität auf dem Platz, weil alle drauf brennen, es vergessen zu machen vom vergangenen Wochenende. Das hört man gerne. Und damit Zeit für Ihre und eure Fragen. Das Mikrofon liegt vorne. Ja, Daniel, Lotte ist Münster-Spieler mit einer Dreierkette hinten, höchstwahrscheinlich gegen euch auch. Lotte ist dem begegnet mit einem hohen Stürmer, mit dem großen Stürmer, der so Zielspieler war. Wie wollt ihr das machen? Ist das auch eine Option für euch, dass ihr da im Zentrum jemand reinstellt, der vor allem die Qualität haben muss, den Ball zu halten? Zumindest war es ein Schlüssel für die Lotteraner am vergangenen Montag. Wir definieren uns ja etwas weniger über den großen Zielspieler im Zentrum. Wir haben natürlich schon mal mit Luca im Zentrum agiert. Wir haben mit Marc Heider im Zentrum auch schon agiert, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Kopfballstärke haben. Aber jetzt haben wir natürlich auch am Boden unsere Qualität dazu gewonnen mit Benjamin Giert. Wir haben Markus Alvarez. Also unsere Spielanlage ist ja weniger auf lange Bälle ausgelegt. So war es in den letzten Monaten auch nicht. Also wir versuchen dann schon irgendwo fußballerisch den Ball nach vorne zu bringen. Kann immer mal ein Schlüssel sein, dass wir auch auf diesen zweiten Ball dann fallen müssen, weil wir vielleicht dann nicht die Lufthoheit haben. Aber ich glaube, wir sollten keine Parallelen dann zum Lotte-Spiel ziehen, weil auch da kenne ich Anti gut genug, dass er mit dem nicht zufrieden war, was sie gezeigt haben. Also da werden sie sicherlich ein anderes Bild abgeben und dann müssen wir mal gucken, dass wir unsere Lösung am Boden auch finden. Du hast gerade schon von den drei offensiven Zentralen gesprochen, die sie aufstellen, zumindest in den meisten Spielen. Lotte hat damit reagiert, dass sie einen Sechser relativ weit zurückgezogen haben, der fast schon zwischen den Innenverteidigern waren. Ihr habt im Hinspiel eine Dreierkette gespielt. Ist das auch wieder eine Option? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich so ein bisschen flexibler und auch reagieren können. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer gezeigt, dass wir in der Lage sind, während eines Spiels das System auch immer umzustellen, aufgrund des Personals, welches wir auf den Platz geschickt haben. Ich weiß nicht, ob Marco wieder mit drei Spitzen spielen wird. Gegen Kaiserslautern richtig gut gelungen, haben sie eine klasse Partie gezeigt. Jetzt passt es nicht so. Vielleicht ein René Klingenburg scheint wiederzukommen oder wenn er auf dem Platz steht, dann werden sie vielleicht einen zentralen Mittelfeldspieler mehr haben. Dann geht er vielleicht nur auf zwei Spitzen. Deswegen orientieren wir uns gar nicht so daran. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir zusehen, dass wir, wenn drei Spitzen da sind, sie verteidigt bekommen. Und da kann es Lösung sein, immer einen Sechser kippen zu lassen oder selber natürlich dann auch aus einer Dreierkette zu agieren. Ist das eigentlich so aus der Sicht des Trainers für eine Mannschaft, wenn man 15 Spiele nicht verloren hat und dann die erste Niederlage da ist und dann das nächste Spiel, das dann kommt, ist das
oder kann das so ein besonderer Punkt sein immer in der Entwicklung? Also das heißt, nicht nur, wie geht man unter der Woche damit um, was zeigt man im Training, sondern was zeigt man dann auch im ersten Spiel nach so einer Niederlage? Ja, wir waren ja schon mal in einer ähnlichen Situation in der Hinrunde. Da war die Reaktion nach der Niederlage gegen Karlsruhe eindeutig zu erkennen, dass diese Niederlage uns nicht erschüttert hat. Wir haben gleich in Zwickau ein anderes Gesicht gezeigt. Wir hatten sehr, sehr viel Balldominanz, haben verdientermaßen da gewonnen, vielleicht nicht hoch genug. Das, was ich immer betone, man muss immer aufpassen, dass man sich selber nicht überholt. 23 Spieltage, 2 Niederlagen, das ist schon richtig gut, wenn man das große Ganze sieht. Wenn man mal 2 Etagen höher schaut, dann ist aktuell eine Situation in Gladbach gerade entstanden mit so einem 0-3 zu Hause. Borussia Dortmund seit 14 Tagen auch nicht im Ergebnis so positiv. Gestern Abend hat es nicht geklappt und da muss man dann immer aufpassen, dass man nicht dann den Teufel an die Wand malt und dann irgendwo in so einen Negativflow kommt. Und diesen Eindruck habe ich einfach nicht bei meiner Mannschaft. Diese Unzufriedenheit war gegeben. Wir waren total enttäuscht, dass wir dieses Spiel nicht für uns entscheiden konnten. Aber das ist auch, wenn wir unentschieden spielen in Partien, die wir vielleicht gewinnen müssen. Und das sind wir auch nach Siegen, die vielleicht nicht gut waren, so wie gegen SV Meppen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Reaktion zu zeigen. Aber auch da mache ich den Teufel nicht an die Wand. Wenn das Ergebnis nicht passend sein sollte, dann geht es immer noch, das große Ganze zu betrachten und unseren Weg da auch weiterzugehen. Und da, glaube ich, ist die Mannschaft auch klar im Kopf, dass sie Spiele gewinnen will. Und so ein Derby ist ja dann wieder wie ein Pokalspiel, do or die. Da geht es dann weniger um Qualität auf dem Platz, sondern dann letztlich, wie halten wir dagegen? Wie bringen wir den Ball ins Tor? Und darauf reduziert dann. Und dann gucken wir nachher im Spiel oder nach dem Spiel, ob sie eine Reaktion gezeigt hat. Aber das muss ja nicht immer nur im Ergebnis sein. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns fürs Kommen, freuen uns am Samstag und eine ausverkaufte VfL-Gästekurve in Münster. Hoffen natürlich auf das Beste. Als Hinweis nochmal an die Fans. Sämtliche Hinweise zum Spiel, wichtige Fanhinweise, die kommen im Laufe des Donnerstags, allerspätestens am Freitagmorgen auf die Website. Da natürlich alles Wichtige nochmal nachzulesen zur Anreise und zum Spiel rund um die Hammerstraße in Münster. Und das soll es für den Moment gewesen sein. Für alle noch eine schöne Restwoche und uns allen hoffentlich ein erfolgreiches Derby in Münster. Tschüss. Danke.